Shaman King. Ein Anime, der für viele als Klassiker zählt. Shaman King ist ein Anime, der heutzutage viele nicht mehr kennen, da er beendet ist und nicht wirklich viel darüber geredet wird. Für alle, wo Shaman King als Kind gesehen haben, wissen, dass der Anime eigentlich ganz gut war. Und deswegen will ich euch heute Shaman King vorstellen und euch sagen, warum der Anime gut ist und warum es sich lohnt, Shaman King zu schauen oder zu lesen. Bevor wir aber mit dem Video starten, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Falls ihr mehr von Shaman King sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. So, ich will euch jetzt gar nicht länger vorlabern, fangen wir mit dem Video an. Als allererstes will ich euch sagen, um was es in Shaman King geht. Die Handlung. Alle 500 Jahre findet ein Turnier zwischen Schamanen aus aller Welt statt, um so den König der Schamanen zu ermitteln, der das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod erhalten soll. Unter ihnen der 13-jährige Yo Asakura mit seinem Schutzgeist Amidamaru. Im Kampf gegen andere Schamanen stehen Yo, sein bester Freund Manta, seine Verlobte Anna und noch viele weitere Freunde zur Seite. Nun muss Yo, um im Turnier bleiben zu können, andere Schamanen besiegen. Doch es wird für ihn und seine Freunde bald eine Zeit kommen, wo das Turnier für Yo und seine Freunde an Bedeutung verlieren wird. Ihr wisst jetzt, um was es in Shaman King geht, deswegen will ich euch jetzt überzeugen, warum Shaman King sich lohnt. Deswegen fangen wir mit der ersten Sache an, die Shaman King drauf hat, und zwar ist es der Humor. Der Humor. Der Humor von Shaman King ist einfach legendär. Allein schon der Hauptcharakter Yo. Schon der Name Yo sagt schon viel über ihn aus. Er ist sehr faul und mit sehr faul meine ich sehr faul. Hi! Hallo! Yo! Hä? Was ist denn los? Du weißt doch noch, wer ich bin. Auf dem Friedhof gestern Nacht? Tut mir leid, ich bin neu hier. Der Typ ist gechillter drauf als gefühlt Jintoki von Gintama. Und das liebe ich an Shaman King. Es nimmt nicht alles zu ernst, aber trotzdem wird es gegen Ende ernster. Und trotzdem behält es immer den Humor, was ich gut finde. Yo ist 13 und ist einfach mal verlobt mit Anna. Du bist dürr, du bist faul, du bist eine wandelnde Katastrophe. Warte mal. Okay. Anna ist wirklich eine der geilsten Frauen im Anime-Bereich. Sie ist kein Trash wie Sakura oder eine Orime. Sie ist Legende. Sie ist zwar nicht witzig im Sinne von, sie bringt viele Witze, aber sie sagt Sachen, die sie ernst meint, aber verdammt lustig sind. Und sie macht alle Angst damit, was nice und lustig ist. Der Humor von Shaman King ist gut und wird safe vielen gefallen. Was Shaman King auch noch drauf hat, sind die Charaktere. Ich habe zwar schon von Yo und Anna erzählt, aber es gibt noch neben ihnen viele andere weitere krasse Charaktere. Leute wie beispielsweise Amidamaru oder Hau. Verdammt ist Hau gut gemacht. Wirklich ein krasser Charakter. Vertraut mir, wenn ich sage, Shaman King hat geile Charaktere. Die Story. Die Story von Shaman King ist nicht so krass, also nicht was komplett neu ist und die Anime-Welt verändert hat, aber es ist trotzdem gut und man wird nicht enttäuscht. Was ich aber geil in der Story finde, ist, wie man es erzählt. Die Erzählweise der Geschichte fühlt sich sehr gut an und man kommt wirklich gut mit. Verschiedene Wege. Shaman King zeigt uns komplett verschiedene Personen, die komplett anders denken als die anderen, aber trotzdem treffen alle Persönlichkeiten zusammen. Denn alle Schamanen in der Serie wollen der König sein. Jeder hat zwar seine Denkweise, aber alle wollen der König der Schamanen werden. Jeder will aber aus verschiedenen Gründen der König werden. Was ich interessant finde, weil man viele Geschichten dadurch erst erfährt. Zu der Serie muss ich natürlich sagen, es ist eine alte Serie, was natürlich heißt, die Grafik ist nicht die beste. Aber wenn das nicht stört, schaut den Anime. Für die Leute, wo das stört, lest den Manga. Der Manga ist sehr gut gezeichnet. Aktuell bringt Tokyo Pop auch Massivbänder raus von Shaman King, was auf jeden Fall billiger ist. Also, wer den Manga lesen will, kauft euch die Massivbänder. Freunde, konnte ich euer Interesse zu Shaman King wecken? Schreibt es unten in die Kommentare. Freunde, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das war's auch von mir an der Stelle. Ciao. Freunde, hier oben beim i müsst ihr jetzt abstimmen für das nächste Power-Level-Video zu Bleach.